Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ich ärgere mich gerade. Wir sind noch nicht mal eine Runde weit, oder wir sind vielleicht eine Runde weiter. Wir werden gerade von den ersten Tyranniden angegriffen im Agrippina-Sektor und den habe ich vergessen, verdammt. Da wollten wir, glaube ich, die Elder angreifen. Oder bin ich gerade woanders? Warte mal. Ne, wir sind in Belles Corona. Agrippina kommt noch, aber trotzdem habe ich Agrippina vergessen. Wir haben jetzt hier keine große Gegenwehr, wir haben hier nur. Ja, Verteidigungsplattform, aber wir haben 2300 Punkte. Die KI hat 1,6. Auf dem Schlachtfeld kommen aber nur 1000 Punkte. Ich bin gespannt, was wir so aufs Feld führen. Und ich bin gespannt, wie die KI die Tyranniden mit größeren Punkten spielt. Weil bisher, ich sag mal, bis zu 500, 600 Punkten waren sie strikt auf Angriff. Und haben sich jetzt zum Teil selber kaputt geflogen, weil sie sich gerammt haben. Man hat es an diesem Nebel erkannt, ne? Was die Tyranniden dahinter lassen. Wir versuchen einfach nur, die Viecher zu töten. Am besten die größten zuerst. Und das ist schon mal eine geile Waffe. Sternenpulswaffe. Und warum hat der keine Sternenpulswaffe? Ach ja, weil die Fähigkeit vom Anführer kommt. Fuck. Aber ist nicht so schlimm. Die werden einen Dreiergespann bilden. Und die werden jetzt hier außen lang fliegen, einfach nur um aufzuklären. Ich mache aus dir die 2. Aus dir mache ich die 3. Ihr drei seid die Nummer 1. Wir starten die Schlacht. Asteroiden hasse ich ja schon mal wie die Pest. Flieg mal dahin. Flieg mal dahin. Wir fliegen frontal. Bisschen schmaler vielleicht, dass wir hier durch das Asteroidenfeld kommen, ohne uns da irgendwie auf die Nase zu hauen. Oder kann da reinfliegen. Was er auch machen kann, sollen die Tyranniden ruhig sehen, wo er ist. Ich versuche das Asteroidenfeld ein bisschen zu umspringen. Ihn packen wir dahinter. Machen wir mal Schleichfahrt. Ach, Schleichfahrt kannst du auch mal machen. Ihr braucht das eigentlich gar nicht. So. Springen, springen. Frontbewaffnung bei allen dreien. Und ihr dürft schießen, wann ihr wollt, wo ihr wollt. Wir treffen uns hier. Na, vielleicht nicht gegen die Station fliegen. Oder wir können auch dahinter bleiben, so. Sollen die Tyranniden ruhig diese Station da kaputt machen? Das, was mir gerade Sorgen macht, die hören die gar nicht. Normalerweise hört man die immer. Und wir sind eigentlich schon in der Mitte des Spielfelds. Aha, jetzt hören wir sie. Bist du. Okay, wir haben das erste Ziel. Der kriegt doch schon mal gut rein, aber. Ist noch nicht gut genug. Alter, hier haben sie wohl ihre Giganten oder Symbionten losgelassen. Schade, ist noch zu weit weg. Oh, oh, oh. Da kommt ein riesiger Brocken. Das hebe ich mir gleich auf, diese Sternenpulswaffen und so. Das heben wir uns echt für den Brocken auf. So, kommen wir wieder ein bisschen näher. Versenkt den mal. Vielleicht machen wir noch ein bisschen Schaden. So, dieser Brocken macht mir Angst. Da dürfen wir nicht nah dran sein. Dann müssen wir echt Bäumchen wechselig spielen. Habe ich schon auf seitlichen Schuss? So, weg, weg, weg. Oder. Warte mal. Spring da weg, mein Freund. Alter, 24. Attacke.
What is your command? So, spring mal rüber, spring mal dahin. Und Truppen rüber. Truppen rüber. Ah, fuck. Der überlebt das nicht, ey. 19 oder 18 Leute sind da drauf. Ist ja der Hammer. Gut, ich brauche keine Aufklärung mehr. Feuer. Aufklärung ist vorbei. Feuer. Lass auch schießen, wann und wo du willst. Boah, Necrons, ey. Hier, da braucht man hier so eine Wiederauferstehungsgeschichte. Er sieht aber auch nicht gut aus. Haben wir noch irgendwelche Jäger, die wir auf den Sack gehen können hier? Wir beschäftigen einfach das große Schiff. 26 Tyranniden-Gruppen. Das ist der Hammer. Und es kommt noch Nachschub, ne? Das ist nicht alles. Ich hoffe nur, dass du kein Anführer warst hier. Dass ich auf dich verzichten kann. Wir haben diese Stärke. Und hier springen wir weg. Oh, er ist weg. Und das sieht auch nicht gut aus. Scheiße. Haben die Tyranniden uns echt so ein bisschen die Truppen rausgeholt? Wir haben zwei leere Schiffe. Tyranniden los. Necrons los, meine ich. Ich spring mal da rein. Wiederbelebung. Ach, Wiederaufbau. Rückruf. Rückruf. Alter Schwede. Nee, mach mal. Aufklärung. Ah, da kommen sie erst. Scheiße. Ach ja, unsere ganzen Verteidigungsplattformen-Gedöns sind ja auch weg. So, positioniert euch hier bitte. Nächsten Feinde kommen. Ich hoffe jetzt nichts mehr so Großes. Ach, da sind auch nur irgendwelche Torpedos oder so. I am the Dynasty Spear. Ah, noch so ein riesiges Vieh. I serve your glory. Scheißen Dreck, ey. Wie willst du das tot kriegen? Vor allem hat er richtig dicke Spucker. Ich brauche mal Aufklärung. Er ist zu weit weg. Er ist zu weit weg. Jetzt haut er ab. Volltreffer. Feuer frei. Aber der ist auch nicht klein. Versuch's nochmal. Ranspringen. So. Truppen rüber. Oh. Der rammt sein eigenes Schiff. Aber damit kann ich leben. Ach, der ist auch im Arsch. Ich glaube, okay, das ist unser erstes Schiff, was wir verloren haben. Hier, wo bleibt ihr, verdammt? Ich brauche mal eine Verstärkung.
Verstärkung. Verstärkung. Los. Oh, wir haben das Gehirn beschädigt. Nein! Nimm das, du Scheißteil. Auch wenn ich meinen eigenen Stern jetzt abkriege. Oh. War das knapp. Los, seitlich beschießen. Seitlich beschießen. Los. So, ihr könnt euch um den da kümmern. Ah, der dreht sich. Auch wie die Pest, diese Scheiße. Alter, hat er sich gedreht. Nee, dich, Ah, ein bisschen Truppen gekriegt. So, wo bleibt ihr, verdammte Axt hier? Komm ran. Komm du auch ran. Los, traut euch. Ich hoffe, es ist der letzte. Es waren mir doch zwei Riesenbrocken. Also die großen Viecher, also die Kugeln bringen doch bei den großen Viechern echt was. Dann brennt da schön alles. So, schicken wir ein bisschen Trüppchen rüber. Ich hoffe, das reicht erstmal. Geht weiter. Oh, noch so ein Brocken. Ich kotze. Flieg weg. Aber man kämpft höchstens auf der Distanz gegen ihn erstmal. Habe ich noch eine Kugel? Ich glaube nicht, oder? Die Kleinen können sich da gerne mit austoben. Die großen. Hey! Den wollte ich nicht davor packen. Warum kommst du davor? Alter! Nicht davor springen. Du solltest dahinter. Damit ich hier sowas machen kann. Fuck, der geht daneben. Ah, zu spät. Fuck. Der geht echt schnell um die Kurve. Geh weg da, geh weg da. Oh, 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 oh. Nee, spring weiter, 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 weg da. Oh, der hat auch wieder Truppen abgekriegt. Schicken wir noch ein paar rüber. Ja, ich glaube hier der. Der ist gleich alle. Oh, der hatte noch Truppen. Warum zeigt man das nicht generell an? Oder ist unter den Truppen so verschiedene Balken? Muss ich mal drauf achten. Dass jeder Balken, sag ich mal, 14 Truppen hat oder so. Weil ich wundere mich, da waren gerade nur noch einer oder zwei, dann waren die weg. Auf einmal waren es wieder 14 oder so. Alter, haben sie Tyranniden bei 1600 Punkte drei von diesen richtig fetten Viechern. Scheiße, Alter. Scheiße. Ja gut, das ist dann von jedem der Anführer gewesen, ne?
Da ist es jetzt nicht gemacht mit den größten einfach zerstören und dann sind sie, haben sie alle Panik. Ich meine, wir haben es noch gut gemanagt, aber och nee, ey, das gibt's doch nicht. Komm, da auch nochmal 1-6. Wollt ihr mich denn verarschen? Und da passiert es leider nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Springt ja auch nochmal in zwei Runden dahin. Schade. Sollte nicht so sein, wie ich es mir geplant habe. Ja, sind ja immer noch 1000 Punkte. Sind insgesamt dann 1,5. Mit der Station, sage ich mal, circa. Und ich kann nur mit 1000 Punkten angreifen. Vielleicht nochmal zwei Runden warten, wenn er jetzt in zwei Runden nicht noch eine Flotte holt. Ach, er holt eine Flotte. Kriegst du es da irgendwie nicht raus? Boah, soll der mal angreifen? Ja, hier können wir nichts gegen machen. Das wird einfach nichts. Und jetzt kann ich die anderen nicht abziehen. Weil von dort in vier Zügen auch was kommt. Doch, ich könnte sie schon abziehen. Kann ich doch. Ich bin ein Lügner. Kann ich da was nachkaufen? Senkt den Mut des Schiffes bis zum Ende des nächsten Zuges. Okay. 100 Punkte haben wir noch. Aber ich glaube, das wird auch nur wieder für... ja, nur für Jackals reichen. Hier so viele kleineren Schiffe. Den wieder nicht. So, dann kannst du ja quasi hier unterstützen kommen. Ich hoffe, du hast drei Punkte gehabt. Nein, kannst du nicht. Hast du nicht gehabt? Zwei nur. Der kriegt auch noch was Kleines. Dann nehmen wir den nochmal mit. Ey, wie letztes Mal. Ich spiele das Spiel und muss niesen. Oh, es ist schrecklich. Das war nicht gewollt. Das ist echt... Tut mir leid. Oh. Oh, der braucht noch ein bisschen was Kleineres. Auch nur 52, die wir kriegen gar nichts rein, ne? Nee. Der ist so wie er ist. Voll. Das heißt, gehen wir rüber. Gehen wir auf Position in vier Runden. Na, und die beiden ziehen wir dann später weg. Agrippina. So, drei Runden, zwei Züge. Ach, das ist doch kacke. Ich habe ihn nämlich hier vergessen anzugreifen. Unser Boss hier, da kann er nur zwei Züge. Ja, das wird aber knapp hier. Der eine könnte das vielleicht alleine machen. Wie viele Schiffe sind das denn? Das sind aber nur 1120 Punkte. Schon mal deutlich besser. Trotzdem kaufen wir hier uns nochmal... Verstärkung. Ich bin überlegen, ob wir noch mal schnell versuchen, einfach mal die Elder hier Platz zu machen. Das sind 600 Punkte. 600 sind 500. Aber es sind wahrscheinlich 10 Schiffe oder so, ne?
Nee, 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 wir warten. Wir warten. Und auch hier rüsten wir mal auf. Zwei Züge. Hat man noch irgendwo eine Schlacht zu schlagen? Diese Runde, nee, ne? Also diese Mission mit den Tyranniden, die geht mir jetzt schon auf den Sack. Weil die haut meinen Plan so komplett nach hinten. Ich dachte, wir hätten jetzt nicht mehr so viel. Aber die Tyranniden gehen mir gerade richtig gegen den Strich. Diesen Sektor will ich auch nicht erobern. Ich glaube, ich bin froh, wenn ich diese Mission da mal hinter mir habe. Und das war's für diese Runde. Ach, den einen habe ich vergessen. Es ist uns einfach. Es wird echt unübersichtlich. Oh, die müssen wir spielen. Das ist zu knapp. Es ist nicht mal das Doppelte. Komm, wir machen die Schlacht. Müssen wir. Angriff der Tyranniden. Vor allem, das wird jetzt die nächsten Runden sein. Ich wette mit euch, die nächsten Folgen werden durch diesen Angriff basieren. Also, der wird dominieren, definitiv. Ich habe eigentlich mal gehofft, dass wir jetzt quasi hier einige Bereiche noch erobern können, quasi. Vielleicht nochmal ein, zwei Missionen beenden können oder machen können, aber nein. Dann kommt dieses dreckige, lumpige Tyranniden-Pack und geht mir auf den Zeiger. So, wir haben nur zwei Schiffchen. Kettenblitz haben wir. Das ist das einzige. Kettenblitz und Sternenpulswaffe. Mal gucken, was sie haben. Ihr dürft schießen. Und wir springen schon mal zum nächsten Ziel. Spulen wir ein bisschen vor. Haben sich getrennt, auf jeden Fall. The enemy has seized a strategic area. Problem ist aber, dass die Aufklärung nicht ganz funktioniert. Weil ich habe ja kein kleines Escortschiff, was man ein bisschen hier vorausfliegen könnte und aufklären könnte. Und wir sind in Führung gegangen. Krass. Wir müssen den Kettenblitz sauber spielen hier. Die Blitzverbindung. Ich sag mal Kettenblitz, so. Da kommt auch schon der kleine Erste. Wir können ja mal da in diese Richtung mal einen Jäger schicken. Nee, nee, flieg du mal da lang. So. Der Blitz war mal nicht verkehrt. Da hat er jetzt davon. Ah, nee, das wollte ich jetzt noch nicht spielen. Seitlich beschießen. So, auch nicht. Nee, er ist auf dem Kleinen hier. Ah, er kann nicht springen. Wurde schon zu sehr beschädigt. Hier auf den Großen. Feuer. Der hat... Ach, mit dem war's gleich. Den machen sie fertig. Kugel der Wiederbelebung. Bracht uns ein paar Truppen. Ich brauch mal einen Kettenblitz oder so. Verdammte Scheiße. I am the Dynasty Sphere.
Gehirn beschädigt, das ist gut. Das ist schlecht. So. Jetzt sind wir alleine. Das war's. Scheiße. The enemy has accumulated 25% of strategic points. You have accumulated 25%. Und die sind in Führung, das gibt's doch nicht. On the march. Nee, schieß mal lieber da drauf. So eine Sacknaht. Hier, Sternenpulswaffe für alle. So. Adopting defense protocols. Jetzt müssen wir hier aus diesem Tyrannidenrotz raus. Ja, die zerstören einfach mein Schiff. Jetzt hilft mir eine Kettenblitz-Geschichte auch nicht mehr. Wir müssen so weit, so schnell wie möglich hier zu unseren Punkten zurück und hoffen, dass die uns angreifen. Das ist alles. Oh, Gott sei Dank vorbei. Los, aus diesem Tyrannidenrotz daraus. Nicht den Hintern hinzeigen. Ich konnte nicht rausspringen? Scheiße, dieser Tyrannidenrotz. Der hält mich daran fest, oder was? Das ist aber, glaube ich, der Anführer hier, ne? You have accumulated 50%. Alter Schwede. Alter Schwede. Das war knapp. Ja, zwei Schiffe hatten wir nur. Das ist ja erbärmlich. Ah. Da kannst du auch nicht viel machen. Bei zwei Schiffchen, also. Ja, und das Schlimme ist, er kann da nichts nachkaufen, weil wir da noch nichts haben. Orks verstärken sich weiter. Boah, fliegt mal hin und her, ihr macht das schon. Ah, verstärkt sich. Drecksschiff. Drecks. Das nervt mich hier. So, hier hatten wir nichts, ne? Rüsten wir mal ein bisschen auf. Ein Zug, dann kommen sie. Ja. Du kannst eigentlich wegfliegen, also... Mit einem Schiff kann ich da nichts gebrauchen. Wie kommst du denn hier raus? Du musst irgendwo hin, wo du Truppen kaufen kannst. Das ist mir auch zu wenig hier.
Hier kann man noch gut hin. Oh, reparieren wir dich. Und dann kriegst du jetzt ein Panzerschiff. Und hoffentlich passt da noch was rein. Scheiße. Zu groß. Gut, dann gibt es kein Panzerschiff. Kriegen wir auch keinen rein. Von der kleineren Variante kriegen wir aber einen. Und dann nehmen wir nochmal. So. Der kann nichts mehr machen. Sieht hier aus. Drei Züge. Also die werden jetzt quasi da oder wollte ich sie woanders hinschicken? Nein, ich wollte sie woanders hinschicken. Scheiße. Ich wollte sie hier hinschicken. Fuck. Ja gut, dann haben wir das da komplett verloren. Scheiße. Das hast du gut gemacht, Heinrich. Echt sagenhaft. Sagenhaft. Ich habe das schon verpennt, anzugreifen. So, kommen sie. Einmal Tyranniden gibt's nur heute. Einmal noch. 1000 Punkte. Achso, jetzt nächste Runde. Machen wir hier auf automatisch. Machen wir ein bisschen schneller hier. Kommt her. Kommt her. Pyraniden kriegen was auf die Fresse. Ah, eigentlich könnte man Autoschlacht machen, aber ich habe Angst vor großen... Nee, komm. Keine Autoschlacht. Die Tyranniden wollen es nicht anders, also kriegen sie es. Bam. Einmal mitten in die rein, ne? Ihr wisst schon. Aber ich muss sagen, es ist halt, ja, das haben sie gut übernommen, dass sie halt irgendwie mal so reinspringen. Also die Mission ist eigentlich gut, für mich nervt sie gerade aber nur. Ich hätte das vielleicht irgendwie, mir würde es ja reichen, wenn sie nicht so stark wären, ne? 1,6 ist schon echt eine Ansage an Punkten. Wenn es vielleicht 1,2 oder 1.000er wären, aber jetzt kommen sie echt mit diesen großen Klötzen, die mir echt nerven. Wir brauchen unsere Unterstützung und sie sollen wissen, wo wir sind. Wir verheimlichen nichts. Also was haben wir an Fähigkeiten? Skarabäen. Einmal. Zweimal. Das ist eigentlich hier diese Skarabäe-Geschichte, ist genau das Richtige. Und hier die Sternenpulswaffe. Haben wir aber leider nur einmal die Sternenpulswaffe, dafür haben wir zweimal Skarabäus. Das ist doch schon mal nice. So, den packe ich dahin. Du kannst einen Tuck weiter vorfliegen, wenn die nicht schneller sind. Ihr beide bleibt zusammen und fliegt mal ein bisschen hier an die Seite. Ah, so weit sind die eigentlich gar nicht. Die müssten eigentlich gleich eintreffen. Ist ja quasi hier die Hälfte. Ah, da kommen die ersten Signale. Und wir werden beschossen. Jetzt. Und spring weg. Ah, er hat es zu tun. So. Dadurch haben, wissen wir jetzt, da ist der Anführer der Bande. Der ist noch übel im Nahkampf wegen seinen Scherenklauen da. Hier, komm, weg da. Weg da, weg da, weg da. Da hat sich irgendwas selber in die Luft gejagt. Du haust ab. Du schießt nicht mehr.
Das war's für dich. Genau. Seitlich beschießen. Feuer frei. Kriegen wir da Truppen ran? Na, da kommen wir noch mehr. So ein Blitz wäre geil. Oh, der Nahkampf. Oder so ein Blitz. Flieg mal weiter. So, Scarabeus an. Scarabeus ist defekt schon. Scheiße. Nein, hat er gekriegt. Ich wollte so aus diesem Tyranniden-Sperma da raus, draußen sein. Da, der kann auch nochmal gleich sterben. Das kleine Fieder. Dann haben wir das auch schon mal weg. Hat doch keine Bewaffnung mehr. Oh, der macht da alles alleine Platz. Schön auf Distanz bleiben. Na, ihr könnt auch auf den erstmal hier. Oh, wir haben noch einen. Achso, der muss weg. Der muss auch weg hier. Ich schien jetzt zurück. Okay, er ist weg. Feuer frei. Skarabäen-Power. Pyramide der Wiederaufbau. Da kommt noch so ein Brecher. Los, Hinder. 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 Oh, oh, oh. Können beide springen oder nur einer? Ne, ich muss noch 30 Sekunden warten, dann springst du weiter. Spring ich hier weiter in die Richtung. Oh oh, ich hoffe, der hat noch genug Besatzung. Ja, hat er. Der kann noch nicht. Hier. 3, 2. Okay. Aus dem Jäger wird er gejagt. Und Feuer auf den da. Fuck you. So, weiter, weiter, weiter. Schieß den da. Sind die klein? Ihr dürft schießen, wenn ihr wollt, und Feuer. Inevitable.
der muss halt gleich weg. Das ist gefährlich, was du da machst. Ganz gefährlich, ganz gefährlich. Scheiße. Ich muss den da wegspringen. Ey Junge, was machst du da? Komm. Komm weiter. Spring von mir so etwas. They are doomed. Adopting defense protocol. Oh, wilder Instinkt. Ach Gott sei Dank. Scheiße, ey, 1200 Punkte, ey, und die haben uns auch fertig gemacht. Ey, wir haben zwar gewonnen, klar, aber... diese großen Biester der Tyranniden, ist es echt... Mit den kleinen, okay, kriegst du noch mit gezieltem Feuer gut weg, die ganzen kleinen. Aber die großen gehen mir einfach auf den Sack. Da ist bis dieser Stern, den ich sehr am Anfang nie benutzt habe, der haut da richtig rein. Na gut, wir kriegen dadurch ganz schön viel Ruhm. Eine Stufe ist aufgestiegen, was Ruhm angeht. Dreckige Tyranniden. Ich liebe sie eigentlich, aber gerade gehen sie mir auf den Sack. Aber es ist auch mit der Mission geschuldet, also... Sonst mag ich Tyranniden. Aber wie gesagt, hier gehen sie mir auf die Eier. Ja, da kann ich nichts gegenbringen. Ab da. Zeitstolz. Ab da fein gemacht. Da kommt gleich alles. Den Sektor. Aber wir müssen ihn erhalten. Das ist ja die Mission. Ah. Super, warum geht die Flotte kaputt, die quasi wegspringt? Übrig bleiben 1000 Punkte, das heißt 1,5 sind dort und wir greifen gerade mal mit 1,5 an. Ich krieg diese Basis dann nicht. Jetzt springt der wieder weg, aber es kommt gleich eine neue Flotte. Das haben wir jetzt schon zweimal beobachten können. Harvest, ja, da ist sie und dann wird sie aufgerüstet und ist für den Allerwertesten. So, wir haben hier Schiffflotte SS. Sturmtruppe ist es bestimmt nicht. Oder Sturmsoldaten. Und wir können jetzt 1125 Schlachten führen und unsere Flottenkapazität steigt auf 750. You swore to protect Trionoras and you have failed. A dead world garners no reinforcements. Ach, jetzt hör doch nicht rum. Ich hab doch schon hier Belles Corona oder schon mal gehabt. Ach nee, haben wir auch schon versagt. Haben wir wirklich versagt. Und was passiert? Ja, haben wir jetzt die ganze Questreihe da verkackt? Der Schwarm oder? Ey, hier habe ich jetzt nichts. Kriegen sie. Kann ich nichts machen. Hm. Wenn, soll mir auch egal sein, weil wir haben da eh gerade keine Mission. Ist vielleicht nicht verkehrt. Ihr seht ja, man kann ja nicht hier überall kämpfen. Das ist vor allem die Sektoren, die ich ganz erobert habe, sind nur 4 Stück. So, du bist nicht ganz volle Sollstärke. Gut, ich glaube, das machen wir. Das kann ich hier mal offscreen machen, meine Schiffe wieder nachkaufen. Und ja, nächstes Mal geht es dann mit der nächsten Tyranniden-Schlacht weiter. Hoffentlich die letzte. Und hoffentlich haben wir dann auch diese Mission, der Schwarm
endlich fertig. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Und wenn ja, hinterlasst mir doch gerne mal, ja. 400, 500 Punkte kostet das Ding. Da müssen wir eigentlich bauen. Was ich sagen wollte, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ja, weil ich bin am Überlegen, ob ich eine der beiden Reihen von ja, Battle State hier, von dem Spiel, ja, auf Eis lege. Weil es kommt demnächst noch ein anderes Spiel raus, was ich unbedingt zocken will. Und ja, ich glaube, das würde zeitgleich nicht mehr gehen. Ich bleibe erstmal, glaube ich, bei den Necrons, weil ich das Gefühl habe, dass wir da eher fertig sind. Dass ich wenigstens erstmal eine fertig haben, aber die imperiale Armee werde ich doch, oder die Menschen werde ich erstmal auf Eis legen. Dann habt ihr das schon mal gehört. Vielleicht mache ich dann noch ein Video für die imperiale Armee und sage es dann auch nochmal, dass ich die auf Eis legen werde, aber da wisst ihr ja schon mal Bescheid. Wenn ihr doch mehr davon sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.